Jetzt reden wir über etwas, gab letzte Woche da diverse Schlagzeilen zu und wir haben gesagt, wow, krass, da müssen wir mal nachfragen. Und zwar die Durchfallquote beim Führerschein machen erreicht in Deutschland einen Höchststand. Jeder Zweite schafft die Theorie aktuell nicht und ungefähr jeder Dritte fällt durch die praktische Prüfung. Gleichzeitig explodieren die Kosten für die Fahrschule, für den Fahrunterricht, aber auch die Prüfungen. Aktuell bis zu 4.500 Euro. Es gab sogar eine Initiative der CDU im Bundestag. Der Führerschein soll erschwinglich bleiben. So, woran liegt das? Was sind die Gründe für diese Rekordwerte bei Kosten, aber auch beim Thema Durchfallen? Uns zugeschaltet ist aus Norddeutschland, aus Bösel, Dirk Mammen. Er ist Fahrlehrer und Chef mehrerer Fahrschulen. Herr Mammen, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen und viele Grüße nach Berlin. Fangen wir mal mit den Durchfallquoten an. Also jeder Zweite bei der Theorie, ungefähr jeder Dritte bei der praktischen Prüfung. Woran liegt das? Ja, die Anforderungen an die Schüler sind deutlich höher geworden. Wir haben deutlich mehr Fragen im theoretischen Teil und natürlich müssen die Schüler sich auch viel besser auskennen im praktischen Teil. Die Immobilisierung hat dazu beigetragen. Die technischen Fragen sind im Vergleich zu früher gar nicht mehr vergleichbar. Das heißt, es ist auch da schwerer geworden, weil Autos immer technischer werden, wenn wir das richtig verstehen. Wir haben mal ein Beispiel, eine Prüfungsfrage rausgesucht und zwar geht es hier um Folgendes, ich weiß nicht, ob sie kommt oder kommt sie nicht. Einfach, ja, blendet sie doch gerne ein. Genau, da ist sie. Vielen Dank. Also, in einem Pkw flattert das Lenkrad oder in Ihrem Pkw flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen? A, B oder C. Räder haben eine Unwucht. B, ein Stoßdämpfer ist defekt oder die sind defekt und die Federung ist schadhaft. Mehrere Antworten können richtig sein. Wir denken kurz nach. Herr Mammen löst auf. Alle drei Antworten sind richtig. Alle drei sind richtig. Das ist ja auch immer das Gemeine bei diesen Führerscheinfragen, ne? Also das können zwei richtig sein, es können drei richtig sein, es können auch alle richtig sein oder eben keine. Da hat sich das geändert oder war das früher auch schon so? Das war früher auch so. Im Grunde genommen hat sich vieles zum Vorteil für den Schüler verändert. Wir haben mittlerweile für jeden Fahrschüler eine App und die Verlage garantieren sogar bei 100%igem Lerninhalt, dass man wirklich alles zu Hause gelernt hat, eine Geld-zurück-Garantie. Oha, also das gibt's auch. Stichwort Geld. Damit sind wir jetzt, also wir haben darüber gesprochen, warum viele durchfallen. Jetzt ist es so, dass es aber auch so wahnsinnig viel teurer geworden ist. Früher 800 Euro oder 1000 Euro oder in unserem Fall wahrscheinlich eher noch 800 oder 1000 D-Mark. Heute bis zu 4,5. Was ist da los und woran liegt's? Das hat verschiedene Gründe. Wir haben natürlich zum einen heutzutage ein ganz anderes Verkehrsaufkommen da draußen. Das heißt, wenn ich das vergleiche, wir haben früher hier bei uns vorm Haus auf der Straße noch spielen können als kleine Kinder. Daran ist heute nicht mehr zu denken. Wir haben aber auch viele Schüler, die sich mit der Materie Fahrzeug nicht mehr so auseinandersetzen, wie das früher der Fall war. Wir haben heute eher die Schüler, die sagen, ich möchte irgendwie schnell meinen Führerschein machen, möchte dann mich mit dem Fahrzeug bewegen können, aber das Fahrzeug selber zu verstehen, darum geht es den meisten heute nicht mehr. Das heißt, die Kinder oder die Jugendlichen brauchen heute mehr Fahrstunden, deswegen wird es teurer? Ja, und wir haben natürlich auch durch den Gesetzgeber höhere Auflagen, wie zum Beispiel 12 Sonderfahrten, die sich unterteilen in 5 Überland-, 4 Autobahnen und 3 Nachtfahrten. Mhm. Allein das reicht schon, hat man noch nicht eine Sekunde in der Stadt gefahren. Ja. Was ist Ihr Tipp? Wie kann ich es günstig gestalten? Von vornherein sich mit der Materie vernünftig auseinandersetzen, die Schüler auch arbeiten lassen, dass sie im theoretischen Teil vielleicht durch die Eltern die Kontrolle haben, was ich sehr schade finde, was heutzutage üblich ist, kontrolliert werden. Man kann sehen, wie viel Prozent hat mein Kind erreicht, die Kinder nicht vor oder die Jugendlichen nicht voreilig zur Theorieprüfung schicken und bei der Fahrschule darauf achten auch, dass ich weiß, dass ich einen direkten Kontakt zu dem Fahrlehrer habe, der mit Sicherheit auch in der Lage ist, mir regelmäßig Auskünfte zu erteilen, wie der Bildungsstand momentan bei meinem Kind ist oder der Ausbildungsstand, Entschuldigung. Sagt Dirk Mammen. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen und auch die Einschätzung, was die aktuelle Entwicklung in Sachen Führerschein angeht. Ihnen einen guten Start in diese Woche. Ihnen auch, danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.